Drahtseil. Wo soll ich das festmachen? Ah, hier. Ich bin echt mal gespannt, was uns erwartet, weil die Sterblichen sind ja in vielen Geschichten vorhanden. Ja, zum Beispiel die Perser. Drücken Sie in die Luft, um die Hakenachse einzusetzen. Oh. Das wird interessant, glaube ich. Hier lang? Nein, muss ich hier lang? Oh, das ist eine geile Sache. Da muss ich jetzt halt aber nur noch mal dran denken. Ich finde es aber gut, dass die Kletterpassagen ein bisschen interaktiver geworden sind. Ja, es wirkt jetzt vielleicht in der ersten Sekunde ab und zu nicht so, aber... Und ich sag mal, man muss auch nur E drücken. Aber ich finde es immer noch besser als gar nichts. So muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ein bisschen Mitbestimmungsrecht. Das lässt das alles schon ein bisschen... bisschen besser sein. Wenn du zur Kathedrale willst, Trinity ist da überall. Ich weiß, aber mir bleibt keine Wahl. MP-Komponenten. So, mal gucken, was sie jetzt zu sagen hat. So viel Gewalt und Tod. Jacobs Leute haben so viel durchgemacht, aber sie kämpfen weiter. Sie sind durch einen Eid ihrer Vorfahren gebunden. Eine Pflicht aus der Vergangenheit. Aber ich sehe ein Volk, das nur in Frieden leben möchte. Ich glaube, sie sollten die Vergangenheit loslassen. Wenn ich den Atlas finde, führt er vielleicht zur göttlichen Quelle. Wenn ich sie von hier fortbringe, müssten sie nicht mehr leiden. Sie könnten die Bürde der Wahrheit mit der Welt teilen. Aber wenn das alles zu nichts führt, weiß ich nicht, was ich tun soll. Sie opfert sich echt auch für sie, für diese Leute, ne? Das ist echt heftig. So. Lebender. Was kann ich denn noch machen? Rot von oben. Ausweichkonter. Naturforscher, Meister des Landes. Denken Sie mit Hilfe Ihres Lebens in exotische Tiere in der Nähe und finden Sie Ihren Aufenthaltsort. Oh, das finde ich geil. Bogenexpert. Führen Sie Bogenexekution auf kurze Distanz aus. Dreifachschuss, Schrotflinten, Intuitiv, Todeswolkenpfeil, Streubombenpfeil. Nehme ich mal das noch mit. Klingt eigentlich noch ganz nett, wenn ich mich verarzten sollte, einen Schaden zu bekommen. Oder weniger Schaden. Nein! Hier hoch. Ich hatte gerade was gesehen, glaube ich. Also erstmal das hier. Und das war eigentlich so der Hauptpunkt. Kinder. Ihr dachtet, Lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Ach, wieso denn nicht? Über...
Und hier ist sogar eine Karte. Karte aktualisiere. Und da habe ich sogar noch mehr Informationen. Guter Tag heute. Ich habe heute einen Fehler gemacht, der zu weiteren Fehlern führen könnte. Ich habe Zeit mit Alia verbracht. Obwohl ich es bisher vermieden habe. Sie erinnert mich an meine geliebte Sophia, die ich längst vergessen zu haben glaubte, und lässt mein Herz höher schlagen. Sie trübt mein Urteilsvermögen, selbst wenn sie nicht bei mir ist. Ich klinge wie ein Kind. Dabei liegen diese Tage lange hinter mir. Ich muss diese alten Gefühle begraben und mich eine Weile von meinem Volk trennen. Bing ist abgehauen, oder beziehungsweise kurzzeitig gegangen. Gut, erstmal selbst weggepustet. Repetiergewehr. Ich hatte kurz davon, dass mir das wirklich vielleicht nicht umbringt. Und ich hatte recht. Sie leben. Gut. Die meisten Verletzten sind sicher. Aber die Angreifer sind wieder da. Sie haben das Oberdorf eingenommen. Wir sind nicht allein. Unten im Tal organisiert sich der Widerstand. Wir können jede Hilfe brauchen. Wenn Sie zurück zum Dorf gehen, seien Sie vorsichtig. Okay. Haust dich einfach das Ding da rein. Aber ja, ihr seid erledigt. Hast du wen lebend erwischt? Ich hatte einen, den hätte ich ausliefern können. Bei dem Bonus. Ja, einer hat sich ergeben und die Firmentypen haben zugesehen. Muss gehen aus. Angriff! Wir werden angegriffen! Ja, das lief gut. Ungefähr so hatte ich mir das auch vorgestellt. Ich finde es auch gut, dass ich statt einem gleich zwei mitgenommen habe. Das war sogar für mich überraschend, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber ich beschwere mich nicht. Ich kriege alles mit, was ich bisher weiß. Anna und Konstantin haben hier draußen das Sagen, aber irgendjemand anders ist der Konstantin. Jemand mit viel Geld und Einfluss. Ich habe die Möglichkeiten eingegrenzt, aber irgendwie fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand im Vatikan eine private Armee unterhält. Aber alle Wege führen nach Rom. Glaub mir, selbst ich finde das verrückt. Aber die Leute müssen das wissen. Wenn ich dafür sterbe, stehe ich wenigstens auf der richtigen Seite. Und Konstantin, ich weiß, dass Sie das hier vermutlich lesen. Sie können mich verschwinden lassen, aber Sie werden nicht gewinnen. Und falls ich Ihnen das nie ins Gesicht sagen kann... Sie sind komplett wahnsinnig. Ja. Das ist mal eine ordentliche Antwort. Ihre Rollermänner können hier weitermachen. Wir werden im Basislager gebraucht. Sie kommen. Roger, alles in Ordnung. Verstanden. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was... Wir haben Feindkontakt! Haltet ihn scharf! Ich brauche Verstärkung! Kann ich schießen?
Jetzt kann ich wieder schießen. Ich konnte nicht schießen. Ich verstehe es nicht, warum ich nicht schießen konnte, ne? Ich habe die ganze Zeit gedrückt, aber ich konnte nicht rauf. Mann. Sobald wir mit der Suche hier fertig sind, könnt ihr mit den übrigen raufgehen. Wonach genau suchen wir denn? Die Zentrale glaubt, der Atlas ist unter der Kathedrale. Wir suchen nach allem, was diese Theorie stützt. Was denn genau? Wüssten wir das, müssten wir nicht suchen. Dokumente. Ich überlege gerade, wie ich so kann ich mich heilen, ne? Ja, mit V. So, war's das jetzt? Sieht so aus, ne? Tatsache. Oh, Mann, ey. Ich jetzt noch wie Informationen oder so oder generell irgendwas Brauchbares. Da, die, das hier ist brauchbar. Gib her. Dankeschön. So, wo muss ich denn jetzt hin? Erstmal hier wieder ein Geschichtsunterricht. Das ist, glaube ich, immer ein guter Punkt. Nachts kamen Sicherheitsleute. Ich wusste es. Den Typen vom Echo-Trupp umzubringen ging zu weit. Hätte ich bleiben lassen sollen. Aber ich konnte nicht anders. Verbliebene waren nicht genug. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich wurde in den fensterlosen Raum gebracht. Dachte, ich wäre tot. Dann war Konstantin da, nahm meinen Kopf in seine Hände und lächelte. Sagte, er verstehe mich, dass er mal war wie ich. Ich habe gesündigt, aber dass es Vergebung geben könne. Ich war ein stumpfes Werkzeug, ungezügelt. Er sagte, ich könne erlöst werden, dass ich eine Gabe habe, die man nur formen müsse. Trinity könne mich zur Klinge schmieden, mir die Richtung weisen. Hätte fast geheult und ihm die Füße geküsst. Ich werde, was ich immer sein sollte. Für Trinity. Für Konstantin. Wir sind doch alle wahnsinnig. Wir sind doch alle wahnsinnig. Hat er denn gesagt? Es ist nicht seine Entscheidung, aber er will uns beide weiterempfehlen. Und dann gibt es irgend so eine Art Initiationszeremonie. Das war's? Mehr kann er nicht tun? Die hole ich mir alle erstmal so. Ich denke.
Irgendwo sind hier noch welche. Was hier nur noch nicht vor ist. Na komm, guck mal raus.